Ja, moin zusammen. Bin gerade unterwegs bei unserem Sonntagsausflug. Ein bisschen unterwegs gewesen. Und den Gebrauchtwagenhändler hier kenne ich schon ein bisschen länger. Wo findet man noch einen Gebrauchtwagenhändler mit bitte dieser Auswahl? Man beachte das letzte Fahrzeug. Hier steht wahrhaftig beim Gebrauchtwagenhändler ein Ford Granada. Ja, da springe ich aus dem Fenster. Wenn das nicht genial ist. Ford Granada, 2x124er und 202. Hammer. Und Rasenmähertraktoren. Aber der Granada, der haut's richtig raus. Was ein geiles Teil. Und sieht rostmäßig echt gut aus. Warte mal, ich zieh mal ran. Ist natürlich jetzt zu, wir haben Sonntag, ne? Seht ihr diesen Zustand? Also, wenn irgendwelche Leute aus Schwerin kommen, die kennen den Laden garantiert. Wahnsinn. Das sind Gebrauchtwagenhändler, die gefallen mir. Natürlich ist das Auto Export, ne? Aber wer ex importiert einen Granada? Welches Land? Ja, so viel dazu. Moin. Ja, ich habe, ja, wir waren ja quasi bei einem kleinen Sonntagsausflug. Unser Tunnel funktioniert langsam wieder. Ja, ist immer noch windig, ich weiß. Wir waren auf dem Sonntagsausflug natürlich nicht ohne Begründung. Haha. Und zwar waren wir in der Gegend um Brüsewitz. Um dieses Schweißgerät abzuholen. Das hat einem Schlosser gehört. Mittlerweile stolze 64 Jahre alt und immer noch jeden Tag in der Firma. Möchte auch nicht aufhören. Ja. Das sind so die Ausnahmeerscheinungen, die keiner sehen möchte. Ernsthaft gesehen. Ich halte das hohe Renteneintrittsalter ehrlich gesagt für Banane. Gut, ja. 6 mm Draht für Karosseriearbeiten natürlich perfekt. Ne? Hier ist drin normalerweise kein Lüfter. Er hat einen Lüfter nachrüsten lassen. Die Platine vom Drahtvorschub ist neu. Und das Ganze für sagenhafte 80 Euro. Ja, da handle ich auch nicht mehr, ne? Ich habe Probe geschweißt vor Ort, er hat eine vernünftige Werkstatt gehabt. Ja, Gas angeschlossen. Perfekt. Funktioniert perfekt das Ding. Ja, jetzt muss man sich echt schon so behelfen, weil ich kriege den Schalter für das andere Schweißgerät. Ihr habt das ja gesehen, das habe ich euch ja gezeigt. Ich kriege keinen Schalter, ne? Keine Ahnung, ob die Dinger in Russland oder in der Ukraine oder in China hergestellt werden. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also hier dieser Multischalter für die Leistung. Und fürs Einschalten kriege ich nicht. Ist im Moment nicht lieferbar. Ich wollte jetzt auch das andere Schweißgerät nicht auseinanderbasteln. Da kam das Ding hier wirklich gut. Ist ein Einhell. Gegen Einhell habe ich ehrlich gesagt nichts einzuwenden. Ich habe ganz viel davon. Sogar mein Rasenmäher ist von Einhell. Nein, ist keine Werbung und ist auch keine Partnerschaft. Die Preis-Leistung hat mich einfach überzeugt. Ich habe kein Einhellgerät großartig gesehen hier bei mir, was kaputt gegangen ist vor der Zeit und die lassen sich reparieren und man kriegt sämtliche Ersatzteile für die Geräte. Das ist das Witzige. Ne? Das kriegst du bei China-Produkten normalerweise nicht. Ja. Ja. Hier steht noch, wie man das Ding einstellen soll.
Aber wie gesagt, wir haben gestern, also er hat einmal kurz geschweißt, ich habe geschweißt und läuft gut. Das räume ich gleich mal hier raus, weil wir müssen gleich nochmal eben weg. Das Gas ist alle. Wir müssen noch Gasflaschen holen, beziehungsweise tauschen. Müssen ja auch irgendwo hin. Ach ja, da war Sperrmüll. Den werdet ihr wahrscheinlich auf dem Elbtal-Elfenkanal sehen. Ein Einmachtopf mit Thermometer. Ja, der durfte da auch nicht stehen bleiben auf dem Sperrmüll. Einmal ordentlich gereinigt, dann kann man wieder einmachen mit dem Ding. Wünscht sich meine Frau schon ewig, das Ding. Gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das Ding da rauskriegen. Gleich mal ein Stückchen Probe schweißen. Und dann geht das los. Ja, ich habe es doch nochmal schnell aufgebaut. Erstmal etwas provisorisch. Ne? Ja. Wir schweißen beim Auto meistens 0,8 bis 1 mm Blech. Bei moderneren Fahrzeugen sind wir jetzt bei 0,6. Ja. Das ist eine Einstellungssache. Ich habe jetzt hier mal stumpf aufgesetzt. Aber damit fangen wir noch nicht an. Ach so, ich muss mal Strom einschalten. Ne? Das hilft. Ja, wie man hört, das ist der Lüfter, den er da einbauen hat lassen. Genial. So ist die Standzeit natürlich wesentlich effektiver. So, jetzt gucken wir mal Gas. Wir brauchen 10 Liter. Müsste eigentlich auch so eingestellt sein noch. Das Manometer habe ich übernommen von dem alten. Ja. Kommt gut. Zangi. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da eine Naht hinkriegen, obwohl da ein bisschen Abstand ist. Zu wenig Leistung. Ich bin auf 2. Zu wenig Leistung. Ja, wird besser. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt machen wir den ersten Test. Und zwar machen wir einen Punkt. Wie ist der Durchbrand? Bescheiden. Noch mehr Leistung. Schöner Punkt, ordentlicher Durchbrand. Na? Zu viel Draht. Das gefällt mir. Leistung. Das sieht gut aus. Man muss sich rantasten. Ne? Jedes Schweißgerät ist irgendwo ein bisschen anders. Ja, das sieht gut aus. Etwas weniger Leistung. Lieber von oben nach unten rantasten. Von unten klappt das meistens nicht. Ja,
Aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, man schweißt meistens aufgesetzt bei Punkten, ne? Man hat die Punktung bzw. die Lochung vor sich, setzt den auf, dass der Draht genau in das in die Lochung reingeht und drückt ab. So, und wenn da ein vernünftiger Punkt da stattfindet, mit so einem Durchbrand, nur dann ist das eine wirklich kraftschlüssige Verbindung. Und er brennt nicht durch, ne? Ja, sieht gut aus. Das ist Zinkblech, ne? Normalerweise jetzt nicht so das Witzige. Ja, ich kann schweißen, wie ich will. Es brennt nicht durch und es ist ein guter Durchbrand, aber das Material, das Untermaterial verschwindet nicht, ne? Hier so ein Lochbrand wie hier, das war Stufe 5, passiert jetzt nicht. Kann er richtig reinkloppen, richtig Hitze reinbringen, ohne dass das Untermaterial verschwindet. Und nur so schweißt man an der Karosserie, indem man vorher das Gerät eingestellt hat. Ja? Nicht während des Schweißens anpassen an der Karosserie, das ist totaler Quatsch. Ja, das sind formschlüssige, vernünftige Punkte. Ja? Da kannst du was mit zusammenbauen. Ist bis unten hindurch. Ja. Und nicht braten. Man hört den Klang. Ja. Die Amerikaner sagen, hört sich an wie Bacon, der gerade gebraten wird. Genauso soll das auch klingen. Also wir punkten bei der Karosserie ja sowieso fast nur. Deswegen reicht mein Gas, was ich benutze. Ich benutze ganz normale Lebensmittelkohlensäure. Also das, was auch an den Bierhahn kommt sozusagen. Ne? Ja, richtig gutes Gerät. Der Lüfter. Gut ist es, ne? Man hört ihn, klar. Aber ist mir ehrlich gesagt völlig Latte. Ja, hier sieht man, dass wir verzinktes Zeug schweißen. Mal nachher noch sauber machen und Trennspray drauf, auch ganz wichtig. Ja, ich kann drauf braten, wie ich will, es brennt nicht durch und es hat einen ordentlichen Durchbrand. Ne? Hier unten entsteht jetzt so eine Wölbung. Ich habe das ganze Material praktisch da durchgeschweißt und habe kein Loch. Ne? So muss die Einstellung sein von dem Schweißgerät. Dann geht es auch mit einem Einhell ganz problemlos irgendwie Karosseriearbeiten zu machen. Gar kein Problem. Man braucht jetzt kein teures Ding. Wie gesagt, ich habe jetzt 80 Euro bezahlt. eBay Kleinanzeigen. Ja? Kein Ding. Funktioniert. Funktioniert so richtig gut. Hat sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen bessere Leistung als mein Industrieschweißgerät, was ich hier habe. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass das Ding tot und steinalt ist. Gut, jetzt gehen wir es mal einkaufen. Ja, jetzt ist er eingefahren. Und Ölwechsel ist fällig. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hagenow. Nicht allzu weit weg, Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar hat mich einer meiner Abonnenten, ja, die gibt es wirklich, nein, Mitglieder des Kanals, und zwar eins der treuesten Mitglieder des Kanals. Ihr habt schon diverse Pakete gesehen, die ich geöffnet habe von ihm, der gute Carsten aus Nürnberg. Der möchte umsteigen auf einen T4. So, die sind natürlich schweineteuer in Süddeutschland. Warum auch immer. Hier im Norden geht das eigentlich. Also das, was unten so für 7.000, 8.000 verkauft wird, das ist hier oben so bei 2.000, 3.000. Hat einfach mit der Kaufkraft zu tun. Ne? Und ja. Ja, das ist perfekt geparkt. Besser geht gar nicht.
Ja, und deswegen haben wir jetzt das ganze Equipment geschafft, mitgenommen. Auslesegerät, Spiegel, Endoskop. Und gucken wir uns ein Auto an. Mal sehen, ob ich da filmen darf. Also nicht, muss ich ja vorher fragen. Dann hat der gute Carsten schon mal einen Eindruck. Fotos werde ich auf jeden Fall machen. Und ja. Gut, dann sehen wir uns in der Phase. Ja, ich denke, mit dem Drücken auf 2,7 würde das grundsätzlich in Ordnung gehen. Für einen T4 hat er wirklich eine gesunde Basis. Also ne, die Roststellen einfach mal nicht beachten. Da ist nichts von großartig durch. Natürlich ist da Arbeit dran, ne? Aber man kann auch einen für 5 kaufen und dann komplett reinfallen, weil die Hälfte der Karre aus Spachtel besteht. Das ist einfach so beim T4. Das sind Nutzfahrzeuge, ne? Wir hatten schon genug TDIs, wo der Unterboden quasi nicht mehr verfügbar war, weil abwesend. Der Unterboden hat den Chat verlassen, wie man so schön sagt. Aber in dem Fall ist er wirklich relativ solide und sehr, also wo man hinklopft, ist noch Metall. Ne? Das ist, Motor ist klasse, wie man hört. Zahnriemen ist noch aktuell. Also von mir gibt es da ein Ja. So, der nächste Tag. Im Nachhinein gab es dann für das Auto doch ein Nein. Lag aber ehrlich gesagt nicht am Auto. Kennt ihr das Gefühl, ihr wollt irgendetwas haben und der Verkäufer gibt euch irgendwie das Gefühl, Alter, ich zieh dich über den Tisch. Das kann man nicht an gewissen Handlungsweisen festmachen. Der gute Mann, der den Wagen angeboten hat, ist nach eigenen Angaben Autoverkäufer. Offensichtlich hat er den Autoverkäufer bei der alten Garde gelernt, die eigentlich mehr oder weniger schon längst ausgemustert gehört. Ich nenne die ganz gerne Reifenschmierer. Ne? Hauptsache Reifenglänzen und solche Scherze alles. Hat aber auch jetzt nichts mit dem Auto zu tun, wirklich nicht. Also das Auto habe ich mir ja angeguckt, mir kann man da viel erzählen. Ich gucke mir das Auto trotzdem an. Aber die finanzielle Abwicklung, der Background, es gab natürlich einen Background-Check. Man findet den Menschen nicht. Nach eigenen Angaben, wie gesagt, Autoverkäufer. Hatte mal irgendwann eine Motocross-Domain für Zubehör oder sowas in der Richtung. Motocross-Zubehör, irgendwie so ein Kram. Dann ging das irgendwie von wegen das Geld nur auf das Konto meiner Frau und der Wagen ist heute noch da und dann bin ich erstmal eine Woche weg, dann nehme ich ihn raus. Diesen leichten Druck, den er aufbaut, ne? Sagen wir mal so rum.
So ein Auto verkaufst du ziemlich schnell. Die meisten sind für 3 weg in dem Zustand. Ist kein Witz. Ne? Also das ist so der übliche Durchschnittspreis im Moment für den Zustand. Für 3 sind die ungefähr weg. Ich habe den auf 2,7 gedrückt, wie gesagt, weil das war auch die Schmerzgrenze. Ja. Blödes Gefühl. Ne? Ich habe, wie gesagt, mit Carsten, wir haben, ich glaube, bis Mitternacht haben wir noch telefoniert. Ich habe ihm gesagt, wenn du ein blödes Gefühl hast, ne, hör drauf, dann lass es. Ganz einfach. Ne? Er hatte ein bisschen mehr mit dem zu tun. Ich war nur da, habe mir den Wagen angeschaut. Er hat mit dem Nachrichten ausgetauscht bezüglich Bezahlung und sowas in der Richtung. Und das kam ihm ein bisschen suspekt vor. Und auf solche Gefühle sollte man unbedingt hören. Sowas ist gesund, ne, solche Gefühle zu haben. Du guckst Menschen nur vor den Kopf. Das Bauchgefühl ist manchmal wirklich entscheidend, dann lass es halt. Ja, T4 gibt es noch genug auf dem Markt für den Preis. Da muss man jetzt nicht unbedingt diesen einen nehmen. Ne? Wenn es der letzte wäre, okay, ne? Gut. Ja, also wird das nichts mit dem Auto. Ich suche weiter, ich habe auch schon einen im Auge. Ja, ich denke, für heute komme ich mal zum Ende. Lad das Video hoch und habt das in ein paar Stunden auf euren Geräten. So, Katze, auch wieder zu Hause. So, bis zum nächsten Video.